Der frühere Besitzer von Rocky hatte den Hund nicht wirklich unter Kontrolle. Er rannte immer weg, wollte nicht hören und landete letztendlich in einem Tierheim. Irgendwann kamen Beth und Michael Clark in das Tierheim, um etwas Geld zu spenden. Rein per Zufall wurden sie dann auf den zarten, kranken Hund aufmerksam und ihn so traurig zu sehen, brach ihnen das Herz. Pünktlich zu Weihnachten beschlossen sie, Rocky zu adoptieren und ihm so ein neues Zuhause zu schenken. Später wurde Beth schwanger und Rocky half sogar beim Verkünden der frohen Botschaft. Der Hund wurde ein Teil der Familie und auch, wenn er während der Schwangerschaft von Beth immer schwacher wurde, teilte er seine ganze verbleibende Kraft und Liebe mit der Familie. An einem Dienstagmorgen brachte Beth dann ihre Tochter zur Welt. Zwei Tage später kam die Familie aus dem Krankenhaus zurück, wo Rocky das Neugeborene sofort beschnüffelte. Er wirkte so, als hätte er nur auf diesen einen Moment gewartet. Er starb nämlich kurz danach. Wir müssen uns immer noch daran gewöhnen, dass Rocky nicht mehr hier ist, sagt Beth. Ich bin einfach sehr froh, dass er da war, als wir nach Hause kamen.